Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. Der PTR ist seit gestern Abend aktiv und ich habe fleißig für euch getestet, was die neuen Runenworte zu bieten haben. Für diesen Anlass habe ich eigene Charaktere genutzt, um auch alles nach meinen Vorstellungen abzuchecken. Es haben sich ein paar interessante Möglichkeiten ergeben, seht selbst. Zuallererst habe ich die 5 Midgame-Helme gebaut. Bei der physischen Variante ist zu den Eigenschaften noch Leben absaugen hinzugekommen. Falls das vorher schon so geplant war, habe ich das bei meiner Vorschau vergessen. Die anderen Runenworte entsprechen aber genau den Vorankündigungen. Die deutschen Namen lauten Bollwerk, Heilung, Boden, Heim und Temperament. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zur offiziellen Blizzard-Seite, da steht auch nochmal, in welchem Rahmen alle Runenworte rollen können. Zum Testen gibt es hier allerdings nichts. Als nächstes habe ich das Runenwort Hetze gebaut, welches man sowohl in Rüstungen als auch Waffen basteln kann. In der Rüstung gibt es satte 50% Laufgeschwindigkeit, außerdem Angriffsgeschwindigkeit und Treffererholung. Das ist gut für die Breakpoints. In der Waffe gibt das Runenwort die Chance, den Skill Temposchub der Assassine auszulösen. Dazu kann jeder beliebige Waffentyp genutzt werden. Die Rüstung teste ich an der Amazone hier und die Waffe zunächst an einem Rasereisöldner mit Forti und Grief. Der sollte ordentlich schnell werden. Aus Jux dazu auch ein Delirium-Helm, um zu sehen, wie es bei der Verwandlung zur Puppe ist. Der Laufgeschwindigkeitsboost auf dem Charakter ist wie erwartet sehr angenehm, 5% mehr als mit Enigma. Der Söldner geht auch echt gut ab, dank Grief ist auch der Schaden da. Nur die Verwandlung zur Puppe dauert bei 1% Chance natürlich etwas. Ich habe den Speedboost aber auch auf Charakteren getestet, hier zum Beispiel auf einem Barbaren. Der hat dazu Blutreiter und ein Katzenauge bekommen, außerdem den Passivskill fürs Tempo und Raserei ausgeskillt. So wird der Barbar schließlich mit Burst of Speed richtig schnell. Mit dem Grief in der anderen Hand tötet er sogar schnell genug. Dasselbe auch einmal auf einem Ansturm-Paladin mit Gedeihenaura. Dann habe ich das Runenwort Mosaik für die Assassine gebaut. Hier gibt es den neuen Effekt, dass mit 25% Chance ein Finishing-Move keine Ladungen verbraucht. Zusammen mit den letzten Änderungen bei den Kampfkunst-Skills macht es Melee-Builds noch etwas attraktiver. Auch wenn die Änderung nicht bahnbrechend ist, merkt man schon ganz gut, dass die Ladungseffekte öfter getriggert werden. Das macht die Melee-Assa natürlich nicht zum Meta-Build, aber für jeden, der sie aus Leidenschaft spielt, ist das ein nettes Upgrade.
Zu guter Letzt haben wir den neuen Druidenhelm Metamorphose. Der funktioniert wie erwartet auch in Pelzen, was insgesamt plus 8 auf diverse Gestaltwandlungsskills erlaubt. Zudem die neuen Effekte Mal des Wolfs und Mal des Bären. Als erstes testen wir das Ganze für den Wolf. Ich nutze dafür meinen UT Tornado Wolf, der als Standardschadensquelle einfach eine Griefklinge bekommen hat. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr angenehm, auf einem Melee-Bild auch mal auf um die 40 Skillpunkte zu kommen. Das Wolfsmal wird durch einen orange-rötlich scheinenden Ring um die Beine des Wolfs dargestellt. Der Wolf erhält mehr Leben und Angriffswert, was ihm noch mehr Sicherheit verschafft. Für den Bären habe ich einen Rohling mit entsprechend anderen Mods genommen. Hier wollen wir überprüfen, ob die Boni durch das Mal auch in der Charakterstatistik abgebildet werden. Das Mal hat hier eine wellenartige, ringförmige Animation, so in etwa wie wenn man Steine ins Wasser wirft. Der Effekt ist auch hier orange-rötlich. Der reduzierte Schaden wird in der Statistik abgebildet, aus den 35% vom Sturmschild sind 55 geworden. Die angezeigte Angriffsgeschwindigkeit hat sich nicht geändert, aber vernichtender Schlag hat sich von 15% von den Blutreitern auf 40% erhöht. Der Bärenbonus ist insgesamt etwas satter, was ich aber durchaus gerecht finde, da Bärenbuilds im Vergleich zu Wölfen doch weniger gespielt werden. Durch das Runenwort entsteht ein neuer Anreiz, was sogar mich zum Überlegen bringt, diese Season am Ende auf Bär zu gehen, auch wenn ich mich eigentlich schon auf Wolf eingestimmt hatte. Mit den Boni könnte vielleicht sogar ein Übertristram-Wolf passabel funktionieren, das werde ich sicher bald testen. Der Druide ist jedoch noch nicht die Endstation unserer kleinen Testreihe gewesen. Schließlich können wir auch andere Klassen in Tiere verwandeln. Dafür muss man das Runenwort natürlich in einen anderen Helmtyp sockeln. Ich mache das hier auf dem Barbaren, mit dem Runenwort Bestie kann ich ihn in einen Bären verwandeln und mit Wolfsgeheul in einen Wolf. Wie man sieht, muss man keine Bär- oder Wolfsattacken beherrschen, um die Male zu aktivieren. Standardattacken funktionieren dafür auch. Es reicht die Tatsache, dass man verwandelt ist. Um die Wolfsverwandlung zu testen, kann ich zwischen den Helmen hin und her wechseln. Sowohl Mal als auch Verwandlung bleiben dabei stets erhalten. Es fällt jedoch auf, solange das Mal aktiv ist, kann der Barbar keine seiner üblichen Attacken und Fertigkeiten benutzen, auch wenn er sich zurückverwandelt hat.
Es ist auch problemlos möglich, beide Male gleichzeitig zu bekommen. Da der Buff je 3 Minuten lang anhält, kann man sich entsprechend umziehen und hin und her verwandeln. Für diesen Precast müssen wir nur den Wechselhelm mitnehmen. Damit sind wir nun am Ende angekommen. Es gab doch mehr auszuprobieren als anfangs erwartet. Ich hoffe, euch hat der kleine Überblick gefallen und vielleicht sogar weitergeholfen. Für heute verabschiede ich mich, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Ups, kommt schon. Hilfe! Helft mir!